Da bin ich jetzt gerade hergekommen, etwa 200-300 Meter vom Engländerdenkmal entfernt. Hier laufe ich jetzt weiter. Im Steinvasen. Und mittlerweile habe ich etwa 11,3 Kilometer in den Beinen. Hat sich einiges summiert. Vor allem sehr viel Bergaufmeter natürlich. Aber ich fühle mich noch echt gut in den Beinen. Also der Motor ist jetzt gerade mal so richtig auf Betriebstemperatur bei mir. Jetzt geht es erstmal bergab. Die Grillen zirpen. Wie so ein Kessel da unten mit dem angelegten See. Das hört man richtig enorm her, das Grillenzirpen. Da unten liegt, glaube ich, der Dobelsee. An dem bin ich vorher von oben schon leicht bergab gelaufen. Oben, wo die Hütte ist, bin ich hier in so einem Kreis runtergelaufen. Da vorne war dann hier an der Stelle die Wende, wo es dann hier entlang ging. Wieder hier geradeaus weiter. Hier auf dem schmalen Pfad wieder weiter. Das
Schniederlihof ist das. Ja, der ist schon mehrere hundert Jahre alt. Der hat schon viel auf dem Buckel. Mit Museum und Kiosk. Der Blick runter zum See. Und hier geht es jetzt weiter Richtung Steinvasenpark. Und der hat ja aktuell auch noch geschlossen. Keiner weiß wie lange. Ein schöner Felsen da. So, jetzt filme ich mal noch bis da vorne um die Kurve rum. Das haben wir ja gleich erreicht. Und ganz da drüben in der Ferne der Gipfel des Feldbergs. Da liegen ja noch ganz wenig Schneefelder. Thank you.
guckt euch mal diese Sicht an, zwischen den Bäumen hindurch, rüber auf die andere Hangseite. Nicht schlecht. Mittlerweile laufe ich jetzt durch so einen herrlichen Mischwald, etwas bergab, Richtung Steinvasenpark. Ich habe jetzt auch schon mehr als 16,5 Kilometer, fast 17 Kilometer absolviert. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass da etliche Meter mehr an Wegstrecke dazukommen, weil ich ja oft die Kamera auf dem Boden oder irgendwo an der Seite aufgestellt habe. Dann mich gefilmt habe, wie ich hinlaufe bzw. herlaufe zur Kamera hin. Und es sind dann oftmals auch nochmal 30, 40 Meter extra und das an vielen Positionen eben. Da kommen dann mehrere hundert Meter mehr an Weg zusammen. Deswegen habe ich jetzt auch schon 17 Kilometer. Das muss man natürlich alles mit dazu rechnen, weil das, was ich hinlaufe, zur Kamera, zur Actioncam, das muss ich dann nachher auch wieder zurücklaufen, um sie, ja, oder um sie dann quasi wieder zu holen. Jetzt muss ich den Weg wieder zurück. Da haben wir jetzt Nachmittag. Hier ist ein bisschen sumpfiger da vorne. Lass ich mal schauen. Hier geht es dann. Ah, ne, da geht es noch nicht weiter. Hier muss man weiter. Okay. Schmalen Pfad. Ja, ein alter Single Trail.
Dann filme ich hier gerade mal noch ein bisschen weiter. Schauen, wo es hier lang geht, wie es hier aussieht. Auch felsig hier. Ja, auf jeden Fall ist die Gesamtstrecke heute mehr als 20 Kilometer lang. Ich denke, so circa 22 werde ich heute locker bekommen. 22 Kilometer und Höhenmeter sind sowieso mehr wie 1000, die ich da effektiv nach oben gewandert bin. Das ist dann seit längerem mal wieder die größte Höhendifferenz, die ich so an einem Tag zu Fuß absolviert habe. Ich meine, so 700, 750 Höhenmeter, das kommt schon ab und zu mal zusammen bei mir. Aber 1000 oder mehr, eigentlich eher selten. Dafür ist die Wegstrecke ja auch ein bisschen länger, nicht nur 15 Kilometer, sondern deutlich mehr. Hier geht's weiter. Wie man sieht, bin ich jetzt angekommen am Steinvasenpark. Gähnende Leere. Natürlich, der Park hat geschlossen wegen Coronavirus. Aber hier geht es jetzt weiter Richtung Oberried. Der allergrößte Teil der Gesamtstrecke habe ich hinter mich gebracht. Mir geht es soweit ganz gut. Keine wesentlichen Ermüdungserscheinungen. Ich meine, okay, so ganz frisch wie am Anfang bin ich nicht mehr, aber ich bin noch richtig gut in Form, das auf jeden Fall. Ja. Mal schauen, was hier am Wegweiser steht. Hohe Brücke, ja, da muss ich als nächstes hin. Ja, da muss ich ja noch so 350 Höhenmeter gut bergab laufen. Gehagelhütte, Katzensteig, Stübenbasen, ja, da geht es wieder hoch Richtung Alpiner Pfad. Feldberg 9 Kilometer. Ja, also weiter nach Oberried, die 4,5 Kilometer. Oh, oh, oh. Holz ohne Ende. Ich und mein Holz, ja. Hier gibt es reichlich davon. Genug für den nächsten Winter. Jetzt riecht auch schon so schön. Ah, herrlich. Bisschen harzig. Hindernis macht gar nichts. Steige mal drumherum oder oben drüber. Da geht's runter zum rauschenden Fluss. So, 18 Kilometer absolviert,
laut GPS-Uhr und immer noch unterwegs. Soweit die Füße tragen. Mich tragen sie heute besonders weit. Die Rodelbahn. Da geht's hoch. Da liegt noch das ganze Laub der letzten Jahre herum. Geht's gut abwärts. Holzbrücke. Hoch das Wasser.
So, jetzt bin ich hier an der Abfahrt nach, oder jetzt an der Abfahrt ins St. Wilhelmer Tal angekommen, bei der Hohen Brücke. Die sieht man da unten. Jetzt geht es noch etwa 3,5 Kilometer bis nach Oberried. Die Abendsonne wärmt immer noch schön. So, jetzt geht es hier noch die letzten 1,4 Kilometer bis nach Oberried. Immer hier am Fluss entlang. Ja, Gesamtstrecke wird dann so etwa 23,5 Kilometer sein, die ich heute gelaufen bin. Ist schon ganz ordentlich. Luftlinie noch 1,1 Kilometer bis zum Kirchplatz Oberried. Dann habe ich mein Ziel auch erreicht für heute.
Juhu! Da vorne hat man wieder bessere Aussicht. So, das war's jetzt mit der heutigen Tour auf dem Schauinsland bei herrlichem Wetter. Ich bin jetzt wieder in Oberried angekommen, habe jetzt nur noch wenige 100 Meter bis zum Auto. Ich bedanke mich schon mal recht herzlich fürs Zuschauen. Wem es gefallen hat, der kann gerne einen Daumen nach oben da lassen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis dann irgendwann mal. Ciao, ciao.